Dirk Heidschwager liebt das Eismeer. Seit 12 Jahren lebt der Deutsche im äußersten Norden Norwegens. Mit Touristen fährt er zu den Attraktionen dieses Küstenabschnitts an der russischen Grenze. Eine dieser Attraktionen will er jetzt für die Besucher vom Meeresgrund heraufholen. Erst am Tag zuvor hat er Fallen in 180 Metern Tiefe ausgelegt. Lange genug, um den Gästen nun Dutzende von Königskrabben präsentieren zu können. Eine Delikatesse weltweit, aber auch ein immer größer werdendes ökologisches Problem. Denn die Tiere vermehren sich rasant. Wenn sie hier ins Wasser springen, könnten sie von den Krabben aufgefressen werden. Aber im Ernst, hier wimmelt es vor Krabben. Fangen dürfen wir aber nur die großen. 15 cm Durchmesser muss ihr Rumpf haben. Das Geschäft mit den Königskrabben ist für das strukturschwache Nordnorwegen zu einer Goldgrube geworden. Auch für den abgelegenen Fischerort Bygdenes. Vor 30 Jahren noch boten die Einwohner ihr Dorf per Zeitungsanzeige zum Verkauf an. Es gab keine Arbeit und die Jungen waren weggezogen. Heute präsentiert sich das Dorf herausgeputzt. Es gibt kleine Pensionen und sogar ein Bistro. Eine Rettung, die die Menschen hier allein der Königskrabbe zu verdanken haben. Fischer Leif Ingelä war einer der ersten, der die eigentlich fremde Spezies vor Bygdenes entdeckte. Sowjetische Forscher hatten die Exoten in den 1950er Jahren testweise in der Barentssee ausgesetzt. Doch davon wusste Ingelä nichts, als er eines Tages die große Krebsart in seinem Fischernetz fand. Die ersten Krabben, die wir fingen, waren 10 bis 12 Kilo schwer. Wir waren total überrascht. Aber wären die Krabben nicht aufgetaucht, dann hätten wir hier heute im Ort keine Fischverarbeitung und wir hätten auch keine Fischerboote mehr. Höchstens 2 oder 3. Aber heute sind es ja 15 Boote. Die ungehemmte Verbreitung der Königskrabbe freut die Fischer. Doch norwegische Umweltschützer und Wissenschaftler sind alarmiert. Immer weiter südlich werden die gefräßigen Meerestiere gesichtet. Bald könnten sie die Küste Schottlands erreicht haben. Wir haben festgestellt, dass sich die Krabben an Wassertemperaturen von 18 Grad anpassen können. Das heißt, sie könnten im Mittelmeer überleben. Dort, wo sich die Krabben ausbreiten, hat das massive Konsequenzen für das übrige Leben auf dem Meeresgrund. Manche Arten, wie Muscheln oder Seesterne, sind dort völlig verschwunden. Weil die Königskrabbe, von manchen auch Monsterkrabbe genannt, keine natürlichen Feinde hat, ist sie für das übrige Leben am Meeresboden eine Bedrohung. Deshalb vergeben die Behörden großzügige Fangquoten. Darüber freuen sich nicht nur die Touristen. Wir haben das Recht, 10 Krabben gratis zu fangen. Für uns selber, pro Person, pro Nase, pro Jahr. So eine Krabbe, 900 Kronen, 90 Euro, blank in die Tasche, mal 10. Dann weißt du, also für 1.000 Euro fischst du erstmal gratis oder isst du erstmal gratis Luxusessen. Denn was Heidschwager nach kurzer Zubereitungszeit seinen Besuchern auftischt, gibt es sonst nur in Europas oder Asiens Edelrestaurants. Mehr als 2000 Tonnen exportiert Norwegen jedes Jahr in alle Welt. Die Touristen lassen sich das würzige Krabbenfleisch schmecken. Die Umweltdiskussion um den Eindringling geht weiter. Die norwegischen Behörden hoffen, den Bestand durch die hohen Fangquoten unter Kontrolle halten zu können. Und die Menschen in Norwegens Norden hoffen, dass ihnen diese Einnahmequelle noch lange erhalten bleibt. Ein Denkmal haben sie der Königskrabbe schon jetzt gesetzt.